Hi, hier ist Mike von der Nosch. Heute zeige ich, wie ihr in unserem super Nosch-Mixer einen tollen Proteinshake machen könnt. Das kennt ihr hundertprozentig aus dem Fitnessstudio. Heute mache ich ihn für euch. So, wir haben das ein bisschen vorbereitet. Wir brauchen als allererstes so 250 Milliliter Milch. Und dann 3 Löffel von diesem wunderbaren Proteinshake. Und jetzt können wir das Ganze ganz einfach hier im Mixer aufshaken. Und das Ganze jetzt so lange, bis es so die Konsistenz hat, die man gerne haben möchte. Es soll ja schön fluffig sein, cremig sein. So. So, man sieht schon, wie schön cremig das Ganze ist. Und jetzt kann man das Ganze ganz lecker und locker schön in ein Glas einfüllen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sehr einfach, wie man Proteinshakes in unserem Nosh-Mixer zubereiten kann. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf uns zu, schreibt einen Kommentar rein. Oder wir würden uns natürlich auch sehr über einen Daumen und über ein Abo freuen. Dann verpasst ihr nichts, was wir hier posten. Und bleibt einfach nah bei uns auf Instagram und Facebook und natürlich für alle Fragen auch unter www.nosh.de.